Eine ruhige Paddeltour und auf einmal brodelt das Wasser. Attacke mysteriöser Riesenwesen, aufgezeichnet von einem Kajakfahrer. Angeblich ist er hier auf einem großen Fluss im Amazonasgebiet unterwegs, als der Unterwasserangriff passiert. Die Frage, wer kann mir erklären, was das hier ist, geht sofort viral und wird rege beantwortet. Möglicherweise Riesenwälse vom Amazonas? Vom Piraruku zum Piraiba, die bis zu 3 Meter Riesen sind vorrangig im Amazonas und Orinoco zu finden. Allerdings fehlen hier im Video sichtbare Flossen zum Vergleich. Die Mehrheit der User ist sich eh einig, die vermeintliche Attacke stammt von Seekühen. Genauer gesagt Amazonas-Manatis, auch die werden 3 Meter lang. Das wilde Planschen könnte definitiv zum Manatee-Verhaltenskodex passen. Das machen Seekühe, um tieferes Wasser zu finden oder weil sie durch etwas in Panik geraten und provoziert werden. Statt fieser Attacke ist das hier also vermutlich eher ein liebevoller Hinweis auf Seekuhart, mit dem Kajak anderswo zu stören.